dieser Tag der pädagogischen Bildung, den wir also in die BBS Bernkastel-Kurs gemeinsam mit der BBS Wittlich veranstaltet, hat das Ziel, den Schülerinnen und Schülern des allgemeinbildenden Bereiches, denke ich, im Sinne der Berufsfindung, der Berufsorientierung eine wichtige Unterstützung zu geben und sie zu beraten bei ihrer künftigen Berufswahl bezüglich eines Ausbildungsprogramms. Und deshalb ist es sehr schön, wenn viele Betriebe, viele sozusagen Ausbildungsbetriebe hier präsent sind und die Vielfalt der Möglichkeiten, die es in unserem Landkreis gibt, ob gewerblich, technisch, kaufmännisch, pflegerisch oder auch jetzt gastronomisch anzubieten, vorzustellen und den Schülern vielleicht Geschmack zu vermitteln und zu erzeugen und vielleicht solch eine Ausbildung aufzunehmen und wahrzunehmen. Und das, denke ich, gelingt am besten, indem man durch Gespräche auch, durch Eindrücke mit Menschen, die in den Bereichen arbeiten, die da tätig sind, sozusagen Erfahrungen und ja, Informationen schöpfen kann. Und die berufsbildende Schule hat sich, denke ich, grundsätzlich das Ziel gesetzt, für den Bereich der Berufsausbildung auch hier optimiert vorzubereiten und praktisch den Schülerinnen und Schülern Wege aufzuzeigen, um berufliche Ziele zu realisieren. Wir informieren hier über die beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr, entweder im Status eines Soldaten, also in erster Linie militärische Ausbildung, vielleicht auch kombiniert mit einer zivilberuflichen Ausbildung oder aber auch Ausbildungsmöglichkeiten im zivilen Bereich der Bundeswehr. Auch hier haben wir fast 80.000 zivile Mitarbeiter, auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Wir sind hier von der Bäckerei Wildbadmühle am Tag der beruflichen Bildung in Bernkastel-Kues und präsentieren das Bäckerhandwerk, das Konditorenhandwerk und den Beruf der Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk und hoffen auf sehr, sehr positive, große Resonanz und möchten dann natürlich als Ausbildungsbetrieb vielen Auszubildenden eine Chance geben.